Willkommen zurück zu Frog Gun. Wir haben Trap Hall erreicht. Somit würde ich jetzt einfach behaupten, Welt 2. Glaube ich zumindest. Falls nicht, dann ja, haben wir noch ein kleines Stückchen bis dorthin. Aber ich meine, hey, das sieht schon mal sehr, sehr schick aus hier, wo wir jetzt gelandet sind. Also ich sage zumindest Welt 2, weil wir in der letzten Folge einen Bosskampf gehabt haben und sich jetzt, wie ihr sehen könnt, die Gegend ein bisschen ändert. Wird das nicht offiziell gesagt, aber ich gehe einfach mal davon aus. Ja, und für die Leute, die hier nicht wissen, was das Premise ist, wir haben einfach eine Frog Gun. Also wir können Sachen mit unserem Froschzunge aufheben und dann wegwerfen. Und das ist eigentlich ganz lustig. Genauso. Hey! Falls du da ein paar Slippery Slopes siehst, dann pass auf, weil sonst fallst du da runter. Ja, da hast du recht, Kumpel. Aber hey, können wir das nicht theoretisch benutzen, um mehr Reichweite zu gewinnen? Hui, ja, das können wir ja. Oh, die Kettensäge. Verfolgt mich. Was gibt's denn dort? Oh, da gibt's ein Chaos Emerald, habe ich gesehen. Don't mind if I do. Boing. Und... Wow, nicht zu weit, aber auch nicht zu knapp. Hey. Hey. Wir haben auf jeden Fall jetzt 4 Leben. Am Ende der letzten Folge haben wir auch ein HP abbekommen. Heißt, dass wir einen Treffer mehr aushalten, austanken können. Was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist, dass er vorteilhaft ist. Und... Ah, verdammt. Noch ein Leben. Jetzt muss ich aber wirklich aufpassen. Denn sonst sind wir wirklich tot. Und das wollen wir sicherlich nicht. Und... Nein, was? Wie soll mich das getroffen haben? Naja, okay, Hitboxen, I guess. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht ganz. Blöp. Ah, Junge. Blöp, blöp. So, das ist eine nette Abkürzung zumindest, dass wir nicht alles neu machen müssen. Dann halt nicht. Das Spiel akzeptiert es nicht, wenn ich das mache. Ich habe zu viel Skill fürs Spiel. Ich verstehe das schon. Ich kann das schon nachvollziehen. So, ui, ey. Boah. Was ist denn heute los? Ich verspreche, ich bin sonst nicht so schlecht. So, wir können kurz abwarten. Okay, jetzt. Weg mit dir. Ja, yeah, ab ins Nichts. Hast du verdient. Woohoo. So, da hinten gibt es noch ein bisschen was Nettes. Sonst will ich Spinnenweben. Ich hoffe, wir kommen keine Spinne gleich. Sonst spinne ich noch. Oh Gott, das war nicht lustig. I'm sorry. Oh, was haben wir denn da? Ein paar Notizen. Die schnapp ich mir. Boing. Die Lore dahinter könnt ihr euch dann wie gewohnt selber durchlesen, falls es euch interessiert. Für mich wäre das jetzt auf die Stelle zu viel zum Übersetzen. Nein. Übersetzen, Junge. Okay, da hätten die meiner Meinung nach noch einen Checkpoint hinsetzen müssen, weil... Nein! Ach komm! Was soll denn das Spiel? Man hat übrigens unendlich Versuche. Also es gibt keine One-Ups oder so, aber es wird dann natürlich am Ende von deinem Score oder was auch immer das ist abgerechnet. Dass du halt dann nicht so krass gespielt hast. So, und doch, die Fliegen, die sind böse. Die erschrecken sich halt nur manchmal, aber doch, die verfolgen einen und greifen einen auch an. Also da sollte man sich nicht von ärgern lassen von denen. Blöp. Warte. Warte. Blöp. Yay. Schaut mal da. Ein Bonus-Level. Die ich auch manchmal übersehe. Hey. Oh Gott. Das ist echt schwer. Oh. Nee. Okay. Hopp. Und. Oh Gott, der bewegt sich so komisch. Okay, abwarten, abwarten, jetzt. Okay, rüber. Und wir haben's. Let's go. Wir haben den Crystal Skull. Indiana Jones-like. Und. Boing. Schauen uns hier noch ein bisschen um. Es gibt mir so ein bisschen 3D World-Vibes, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt. Yes. Boing. Das war jetzt sehr riskant, aber es hat funktioniert. Also was soll's? Yay, noch ein
noch einen Chaos Emerald. Aber komm, ich jetzt noch lang. Oh ja, oh mein Gott. Die Sprünge sind halt echt extrem knapp. Und die kannst du halt auch nicht wirklich, kannst du nicht wirklich überlegen, wie du jetzt springst, weil die Sprünge wirklich sehr seltsam ist. Ist auch egal. Das Level haben wir abgeschlossen. Und ich denke, ich habe so ziemlich alles. Oder? 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 Ja. Mehr oder weniger. Bin zufrieden. Machen wir weiter. Nein, da waren wir letztes Mal. Wir wollen hier lang. Goopy Swamp. Jetzt raus aus den Ruinen. Rein in den Sumpf. Oh. Ich mag die Musik, die gibt so einen chilligen Vibe. Yeah. Oh. Das ist cool gemacht. So eine drehende Plattform, aber halt so ein Seerosenblatt, dass es so eine Ecke kaputt ist. Wasser sollte doch eigentlich gar nicht lila sein. Also das will ich auf jeden Fall nicht berühren, wenn ich du wäre, Renata. Ja, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Blöp, blöp. Da werden wir wahrscheinlich entweder sterben oder zumindest Schaden nehmen, wenn wir ins Giftwasser jumpen. Deshalb sollten wir das vermeiden. Blöp. Hier kann man cheaten. Nein, das ist doch kein Cheaten. Das ist gewollt. So kommt man überhaupt erst da dran. Aber warte mal. Da oben ist noch was. Das habe ich auch vorhin gesehen. Komm mal denn da hin? Hm? Kann ich hier einfach springen? Ah, ich kann mich an den Seiten ganz klein festhalten. Krass. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das funktionieren würde. Aber es hat funktioniert. Nehme ich an. Und die Fische hier. Die Piranhas, die sehen lustig aus, oder? I like it. I like it. Wie komme ich da jetzt rüber? Einfach warten. Immer warten. Ich warte noch nicht genug im Leben. Meine Güte. das sind überall diese winzigen Mini-Krokodile. Oh, sorry, jetzt habe ich die Story aus dem geskippt. Egal. Manchmal ist meine Zunge nicht genug, um Gegner zu besiegen. Okay, und was sagst du solche... Oh, was soll ich denn solche... Einfach nichts tun? Weil ich glaube, gegen den können wir jetzt nicht wirklich ankommen. Diese böse Pflanze. Eine schlimme, schlimme Piranha-Pflanze. Oder so. Wow, 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 wow. Hier bin ich sicher. Mal gut, einen sicheren Punkt zu finden. Puh, das war knapp. Eigentlich war ich dann überhaupt nicht sicher. Eigentlich hätte ich mich da treffen lassen. Wäre ich da getroffen, sagen wir es so. Aber es passt. So, und ich bin extra nochmal runtergegangen. Jetzt können wir nämlich hier lang. Hier gibt es nämlich nochmal Bonus-Stuff. Wenn ich den kille. Ja, den kann man nur so killen. Okay, ich verstehe. Bam. Yeah. Duda, hey Duda, komm mal mit. Oh, der hat mir doch mal extra Luft gegeben, habt ihr es gesehen? Oh mein Gott. Okay, wenn ihr kein Bonuslevel ist oder so, oder sonst was, dann gehe ich halt wieder. Blöp. Okay, zumindest wissen wir jetzt schon mal, wie wir die Gegner besiegen. Gegner auf Gegner werfen, besiegt den Gegner. Oh, okay, verstehe, verstehe. Bei den Seerosen müssen wir aufpassen, weil... Ja, die zerstören sich selbst. Nein! Warum ist sie so glücklich, da in diesem dreckigen, ekligen Wasser zu schwimmen? Du bist komisch, Renata. Du hast deine komischen Vorlieben. Lassen wir sie einfach mal. Aber... Die kommt jetzt am einfachsten rüber. Boing, boing. So. Yippie! Yippie! Wow! Wow! Sie bewegt sich ja noch. Und das war's dann wohl. Also, wir sollten versuchen, hier nicht ins Ziel zu gehen. Wenn wir außen rum gehen, vielleicht können wir da hinten noch ein paar Schätze finden. Ich will es auf jeden Fall versuchen. Ist da noch was außer Münzen? Ja, eine Bonus-Stage. Ich hab's irgendwie schon gedacht. Ganz ehrlich, ich hab's mir schon gedacht. Yippie! Hä? Oh ne? Oh. Das habe ich doch nicht, oder? Ich mich anvisiere hier? Warte. Ja. Okay, aber... Wow. Schnell. Nein, schnell.
Okay, hier bin ich sicher. Oh nein. Kannst du mir sagen, dass das nochmal wieder zurückkommt? Okay, danke. Da habe ich wohl zu früh in die Richtung gesteuert. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil ich mich ja einfach wieder hier rein katapultieren kann. Genau. So, versuchen wir es erneut. So, bin ich wieder geheilt. Was sehr gut ist. Boing. Los. Schnell. Nein. Ah! Okay, abwarten. Okay. Von erneut. Aua. Boah. Da musst du aber richtig schnelle Reflexe zeigen, du. Okay, nochmal. Nein. Na komm. Boah. Ich kann die Airtime richtig ausnutzen hier in dem Spiel. Werde ich auch. Ganz ehrlich, das werde ich auch. Nein. Ach, komm. War da überhaupt noch irgendwas? Ich gehe nochmal rein. Ich glaube, da war sogar noch was. Oder? Lass mal sehen. Ah, das sehe ich von hier aus nicht. Warte. Ah, Mann. Wow. Was, das Ding spawnt dort wieder? Ich muss es neu holen? Warum das denn? Okay, weiß jetzt nicht, wie ich das so finden soll. Bitte? Hallo? Okay, hab's. Okay. Ach, hier ist sowieso gar nichts mehr? Ich muss damit nur lebendig rauskommen, oder wie ist das? Wait. Ja doch, hier ist ja nichts mehr. Ja, das ist nur, um lebendig mit dem Schädel rauszukommen, schätze ich. Hm. Okay. Dafür habe ich jetzt, ehrlich gesagt, viel zu lange gebraucht, als ich es zugeben möchte. Aber, na gut. Haben wir das auch abgehakt und können rüber zum nächsten coolen Level, hoffentlich. Yes, 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 yay. Ist doch schön, wenn man alles hat. Auch wenn ich hier nochmal sagen will, dass ich eventuell keine 100% Playthrough hier mache. Okay, das Wasser wirkt ein bisschen nicht wie Wasser, aber sieht trotzdem alles echt cool aus. Auch mit diesen Stalaktiten? Nieten? Ach, keine Ahnung, ich vergesse das jetzt immer. Aber ja, die sind cool. Gefallen mir. Und du gefällst mir auch, kleines Schweinchen. Du kommst jetzt mit. Hinter jedem Wasserfall ist was. Nee, okay, schade. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Na komm, vielleicht doch. Nein, schade. Ja, warte, wenn es hier oben weitergeht, dann haben wir hier ein paar kleine Secrets. Oh. Davon sterbe ich. Ha. Interessant. Warum sterbe ich davon? Ich weiß es nicht. Es ist die Spielregel. Nein, ich verstehe es ja, dass sie hier direkt stirbt, weil sie nicht schwimmen kann. Aber bei dem Wasser? Das ist direkt an Land. Also. Ich finde, da stellt sie sich ein bisschen an. Ein bisschen. Hä? Was zum... Oh, ich hätte mich darüber schießen müssen mit der Gun. Oh. Oh. Okay, warte. Versuchen wir es erneut. Zack, zack, zack. Gun. Ja, okay, verstehe. Und ein paar Red Coins gesammelt, wie ich gerade gesehen habe. Super. Dann können wir jetzt weiter. Aber ich runterfallen. Nee, ich runterfallen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Bam. Hab ich ihn nicht erwischt? Jetzt habe ich ihn erwischt. Warte mal. Ist hier was? Ohne Witz. Hier hätte ich was versteckt. Aber hier ist nichts. Ah, Glück gehabt. Oder nicht? Ich bin mir da ehrlich nicht so sicher. Jedenfalls. Na gut, wo wollen wir lang gehen? Jetzt bin ich zwar hier, aber will ich hier lang? Gott, das ist ein riesiges Labyrinth. Ich weiß nicht, wo vorne hinten ist und wo ich lang möchte. Ich glaube, ich möchte aber erstmal hier lang, weil das hier wirkt wie eine Sackgasse. AKA ein paar Secrets, ein paar geheime Münzen, wie die hier. Bling, 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 bling. Ganz viel Bling, bling ist auch gut. Oh, und da geht's rein, also da geht's weiter. Verstehe. Bam. So, komm her, komm her, komm her. Hey! Mann. Ich wollte ihn so abschießen, so ganz cool, aber hat nicht geklappt. Nächstes Mal. Nächstes Mal wird's klappen. Ganz sicher. Na, wie auch immer. Das wirkt ja aber schon, sonst können wir hier runter, oder? Hier ist so eine Slope und dann. Uihi, dann ist er sonst. Ach, keine Ahnung, das wird aber wirklich so. Ach, da oben ist ein Secret. Hä?
Ah, verstehe. Ja, verstehe. Klug. Smart, smart. Aber mit ganz vielen Gegnern. Oh, oh, die sterben, die sterben. Bam. Oh, okay. Es sind nur viele Gegner, sonst ist es einfach. Du kommst jetzt mit. Kommt jetzt wirklich mit? Ja, er kommt mit, wirklich. Er kommt wirklich mit, wie cool. Oh, sorry, ich muss dich jetzt leider wegschießen, weil ich. Nein, da war noch was! Nein, zurück! Da war noch was. Siehst du, eine Münze, die hätte mir am Ende gefehlt. Da hätte ich mich aber aufgeregt, du. Nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und kann ich dich nehmen? Ja. Ich kann mich auch mitnehmen. Du, da hast was zu sagen? Ja, Mann. Die Luft hier, die fühlt sich irgendwie glitzernd an. Vielleicht kann man nach da oben. Was? Wovon redest du, Kumpel? Wovon redet der Fröschli? Wie denn jetzt den Fröschli? Das ist doch ein schöner Name für die Frog Gun. Piu! Und piu! Oder? Nicht? Ah, die gehen nach der Zeit zu! Schaut mal! Das ist nicht gut. Jetzt. Ja, ja, ja. Was auch immer der Schalter macht, es wird gut sein. Bin ich mir ganz sicher. Ah, schau mal hier. Für immer oder nur für eine kurze Zeit? Ich beeile mich trotzdem mal. Ich weiß es nämlich nicht. Blong, 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 blong. Ein bisschen lore. Nach links, nach rechts. Und in den Tod. Damit wir uns den Text nicht anschauen können. Gut gemacht. Wie gut ich das immer mache. Ich mache das immer super toll. Ring, 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 ring. Achso, hier lang. Und dann einmal nach links und nach rechts. Das ist doch bestimmt noch irgendwo ein Secret, oder? Kannst du mir nicht sagen, hier muss doch was sein. Hier ist nichts! Gar nichts! Rein, gar nichts! Huh. Okay. Aber da oben ist ein Chaos Emerald! Ich will ihn haben! Ey! Oh oh. Schwinde! Nein! Hier landen wir jetzt. Obwohl, warte, ich brauche hier einen gelben Schalter. Ah. Na gut, wenn man vom Teufel spricht, ne? Oh, ich höre es aber schon. Der ist auf Zeit. Was? Hier ist das Ziel? Oh. Whoop. Well. Wo bin ich? Ich bin wieder hier. Okay, das ist gar nicht mal so schlimm. Ist ja gar nicht mal so weit. Ja, weil da. Oh, nein! Ich habe mal ganz kurz weggeschaut. Oh Mann, und dann sterbe ich nochmal. Wie, was ich sagen wollte. Da war ja das Ende. Und ich habe vorhin noch irgendwo anders einen anderen Case Emerald gesehen. An dem möchte ich gerne noch rankommen. Also, genau da oben. Und ich weiß auch, wie wir rankommen. Und zwar, wenn wir hier einfach weiter lang fahren. Statt mittendrin abzubrechen. Ah, schade, ich kriege hier nicht. Oder? Jetzt? Was hab ich denn da? Achso! Oh! Jetzt! Ja, genau, hier gibt es nämlich noch ein kleines Bonus-Area-Gebiet. Und da hinten ist noch mehr Bonus. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ja, das seht ihr. Das seht ihr und wie ihr das seht. Die roten Münzen. 8 Stück krieg ich jetzt ein Power-Up. Yippie! Wie komm ich denn da hin? Huh? Das ist aber nicht die Bonus-Area, oder? Hm? Ich meine, da hinten ist auch noch was. Aber kann ja nicht da hinkommen. Okay. Das wirkt, als hätte ich einiges verpasst hier. Oh no. Na gut, kann ich jetzt auch nicht wirklich ändern, oder? Na dann. Einfach weiter. Einfach weiter. Blöp. Nehmen wir einfach noch die Schätze mit, die sich hier für uns verbürgen. Boing. Oh. Ich dachte, ich schieße mich out of bounds oder so. Ja, und dann hauen wir ganz schnell ab. Ich habe nämlich jetzt genug Fledermäuse gesehen fürs Erste. Yeah! Ja, sie natürlich noch nicht. Verstehe ich nicht, aber egal. Ha. Das klingt für mich zumindest wie 100%, was sie haben. Das ist doch nett. Ja, ich überleg's mir noch. Vielleicht mache ich eine Bonusfolge am Ende oder so, wo ich nochmal ein paar Level reingehe und noch ein paar Sachen sammle. Es gibt ja diese blauen
Flügel, die wir schon mal nicht haben. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Keine Ahnung. Machen wir es noch weiter mit den Ancient Sewers. Die sind so ancient, dass sie ancient sind. Merkt euch das. Das ist ganz wichtig. Ich sehe ganz viele Vasen. Das Spiel mag seine Vasen. Seid ja auch so Vasen-Fanatiker. So Vasen-Liebhaber wie das Spiel. Komme ich jetzt da ran? Grüner Schalter oder so? Oh, aua! Gibt's denn hier einen grünen Schalter? Hör, was zum... Oh, der Boden unter mir geht kaputt. Ah, oh, brüchiger Boden. Hab ich gar nicht... Ich hab's gar nicht gemerkt. Lol. Ey, du da! Du bist jetzt mein Schutzschild. Danke, dass du mein Schutzschild bist. Guck ich ihn da ran? Achso, okay, ich sehe schon. Hinter dem Wasserfall war ein Schatz. Das Ding ist mein Schatz. Und ich muss... sterben? Hä? Wieso habe ich den Jump nicht geschafft? Wieso schafft man da den Jump nicht? Kann ich nicht trotzdem? Ja, doch, eigentlich schon, oder? Theoretisch kann ich mich da einfach killen lassen und ich kriege die Münzen trotzdem, seht ihr? Doch, theoretisch geht das. So. Weil das Spiel wird ja. Das Spiel speichert das ja ab, dass ich das habe. Von daher. Ich muss kurz schauen. Habe ich irgendwas verpasst? Irgendwas übersehen? Hm? Nein! Das geht wirklich nicht! What the hell? Fehlt mir irgendwie ein Power-Up oder so? Ein Upgrade? Nee, ernsthaft. Ich habe absolut keine Ahnung, warum das nicht geht. Ich kann es auch nicht gedrückt halten oder so. Oder nochmal daraus ziehen. Also, das geht ja wirklich einfach nicht. Nee? Ich lasse es. Ich gib's auf. Da kommt man nicht dran. Lassen wir's. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es hier vielleicht Areale gibt in manchen Leveln, wo du erst rankommst, später im Spiel. Und man vielleicht später im Spiel neue Power-Ups oder so bekommt. Das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es natürlich nicht. Ich spiele jetzt hier komplett blind. Wie die meisten von euch, die hier zusehen, die kennen das Spiel wahrscheinlich auch nicht. Aber hey, ich habe den grünen Schalter aktiviert. Das heißt, jetzt könnte ich da dran. Aber naja, das habe ich auf eine andere Weise schon bekommen. Hä, aber wo muss ich denn jetzt lang? Da ist ein... eine Flagge, okay, aber hier komme ich ja immer noch nicht lang, oder? Was hat das denn jetzt gebracht? Außer, dass ich da jetzt rankomme. Hm? Das hilft nicht. Ich bin stuck. Nee, ehrlich, ich bin komplett stuck. Hier geht's nicht weiter. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, das Spiel will, dass ich hier lang gehe, weil es hier weitergeht, aber... von so aus und dann jump? Ja, aber jetzt ist es zu spät, jetzt ist alles kaputt. Ja, nee. Aber die Vasen sind jetzt auch noch immer da. Ein Versuch mache ich noch, ansonsten vielleicht mal das Level und guck mal nach, was ich sonst noch so machen könnte, weil das passiert ja scheinbar nicht. Warte. Also zack. Nein? Auch nicht. Oh mein Gott, bin ich blöd. Einfach springen und schießen. Oh mein Gott. Okay, sorry für den Skill-Issue an der Stelle. Wow, das war cringe. Ich meine, oh, das ist aber ein schönes Level hier. Ja, also größer als erwartet. Ja, ich weiß, das war gerade echt cringe. Ich weiß. Kann passieren, oder? Kann passieren. Und ich hatte schon wirklich Angst, dass ich mehr weiterkomme. Was bist du denn für einer? Was ist mit dem denn los? Okay. Schwinde mal bitte. Du bist gruselig. My boy. Flap. Und ja, doch, das ist, wie du schon sagtest, größer als erwartet. Wow, der Lag. Sorry an der Stelle. Das kann halt manchmal zu Lags kommen. Und ja, by the way, ich versuche halt, wie gesagt, in jeder Folge so eine Welt oder zumindest bis zu einem Bosskampf oder so zu machen. Also nicht wundern, wenn dann jede Folge immer ein bisschen länger wird, weil die Level werden natürlich auch schwerer und komplizierter. Vielleicht auch länger, das weiß ich ja nicht. Aber dich kann ich verschieben. Und wahrscheinlich muss ich dich zu mir hin verschieben, dass du hier stehst. Kann das sein? Warte mal. Ah, ich verstehe. Du musst hier hin. Hier hin. Blöpp. Ja.
Okay. Das habe ich verstanden. Da war ich schlau. Wihi. Genauso schwau wie in diesem Bonuslevel. Wirkt jedenfalls im ersten Blick nicht so. Aber ich kann euch versichern, doch, ich bin super schlau und krieg das hier first try. Nein! Selbst die Schlauen machen mal Fehler, deshalb... wo bin ich denn? Ich bin hier ganz hinten wieder. Oh, war da ein Checkpoint? Habe ich da einen Checkpoint wirklich übersehen? Ernsthaft? Ja, ach so, da oben war einer. Ja, okay, da war ich ja noch nicht. Oh! Ernsthaft, darf ich auch noch neu machen? Egal, geht ja auch von hier aus, glaube ich. Blöp. Hä? Ja, doch, ich wollte gerade sagen, so, hä? Doch, doch, das geht. Aus irgendeinem Grund habe ich da aber irgendeine andere Hitbox erwischt. Ja, ich will natürlich nicht ablenken. Ich habe das hier first try. Oh, von ganz weit oben, die Kamera. Abkürzung! Oh, die Pro-Abkürzung. Oh mein Gott. First try. Seht ihr, Leute? Ich sag ja, ich hab's drauf. Easy. Bonk. Und wenn der mich lässt, kann ich auch mal nach oben. Komm schon, lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch. Wow, endlich. Ein Checkpoint. Hey, Rumpel. Hey. Was mach ich denn gegen den? Ich komme an den nicht ran. Aber der kann mich trotzdem erwischen von dort. Das ist ja gemein. Okay, dann muss ich einfach damit leben. Oder auch nicht! Na, schade. Bin ich nicht gut genug gesprungen. Wieder ein bisschen Story. Schau mal da. Da würde ich gerne lang. Oh, ich sehe schon, was ich machen muss. Wazza! Und ob. Warte, da habe ich was verpasst? Ah, nee. Respawnen alle wieder die Vasen, wenn man stirbt. Habe ich wieder vergessen. Wow! Wieso habe ich denn hier hingepackt? Da hinten waren noch Münzen. Hey! Aua! Ich weiß nicht, manchmal laggt das Spiel ein bisschen. Ich glaube, das ist vor allem, wenn daran. Also, das kommt, glaube ich, vor allem dann, wenn man Schaden nimmt. Ich weiß nicht, wann das genau liegt, aber. Ja, das kann leider manchmal passieren. Bitte kill mich nicht! Verschwinde! Was? Was habe ich gekillt? What the hell? Da war jetzt nichts. Egal, ich habe alles behalten. Also. Was soll's? Ein kleiner Ausrutscher, die passieren. Auch wenn ich nichts gemacht habe, ja. Ich glaube, sein Gifttropfen hat mich irgendwie noch erwischt oder so. Keine Ahnung. Bleib. Nein! Okay, er ist tot. Er ist zumindest tot. Will ich darüber? Nein, weil der ist der Checkpoint. Also da geht es sowieso weiter. Ja, doch, eigentlich will ich da schon. Warte mal, aber das ist ein. Das ist eine Höhle? Ja, dir doch, ich will hier lang, glaube ich. Von da kamen wir? Ja, doch, von da kamen wir. Hey! Hey! Oh, schnell den Checkpoint. Die heilen mich auch immer. Das. Woohoo! Das heißt, dass ich mich geheilt habe. Glaube ich. So, und du, mein Kumpel. Dir gehe ich auf Abenteuerreise. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, da hätte ich jetzt runterfallen können. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Hey, du hast mich ausgetrickst. Du bist echt böse. Du bist ganz böse. Kann ich da noch hoch? Oder gehört das... Ach, das gehört zur Höhle. Schaut mal. Du, du, du. Du, du, du. Ja, jetzt bin ich hier gerade direkt oben. Ja. So, wie ich es mir schon gedacht habe. Oh, oh. Okay. Bisschen schwindelig wird man da schon. Es scheint so, als können wir nur noch nach oben gehen. Nach oben? Oder meinst du vorwärts? Du meinst hier nach oben? Ja. Durch den Wasserfall. Endlich. Hinter jedem Wasserfall ist ein wunderbares Secret. Und wenn da kein Secret ist, ist es auch kein wunderbarer Wasserfall. Was zum... Wow. Wow. Dass mich das jetzt noch gekillt hat. Nein, ich darf da nicht springen. Anhand der Münzen kann man aber auch eigentlich oft erkennen, wie lange das Level noch geht. Hier zum Beispiel, mir fehlen ja eigentlich noch relativ viele Münzen, deshalb wird das noch ein Stückchen gehen, das Level. Also, würde Sinn ergeben. Außer es sind alle in einem Bonusraum, wo 200 Münzen auf einmal sind, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Außerdem sehe ich da oben schon, dass da wahrscheinlich das Ziel ist. Oder? Ja? Nein? Was, mir fehlt eine Münze?
Achso, weil er einmal wieder im Kreis geht, oder? Ja. Ja, weiß ich nicht, ob das sein muss. Aber wir wollen natürlich fleißig dennoch die Münzen sammeln, denn für ganz viele Münzen kann man sich halt wieder neue Hüte kaufen. Und die Hüte sind doch süß. Also, warum nicht? Klapp. Ist da unten was? So was war nach unten? Nee. Hier ist das Ziel, der Ausgang. Aber mir fehlen noch richtig viele Münzen. What the hell? Hä? Über 100 Münzen. Was habe ich denn da für ein riesiges Areal verpasst? Naja, jetzt ist es so spät. Jetzt sind wir raus. Aber sonst haben wir alles. Naja, immerhin etwas. Und hey, ich sehe schon, jetzt müssen wir noch ein Wett dran machen. Stream Racing. Wieder gegen, wie hieß er? Jake? Nick? Wie hieß er? Ich habe keine Ahnung. Irgend so einen Basic-Namen hatte er. Werden wir gleich sehen. Wir machen Wettrennen wieder gegen ihn. Und dann ein normales Level und ein Boss-Level habe ich schon gesehen. Und dann kriegen wir bestimmt wieder eine Belohnung. Vielleicht noch ein HP-Up, vielleicht mehr Münzen, vielleicht ein Secret-Finder. Keine Ahnung. Wir werden es einfach herausfinden. Und ja, die Secrets am Anfang sammeln wir und den Rest holen wir später nach. So war das beim letzten Mal auch. Du schon wieder? Na, aber natürlich. Ich bin 1000% drauf gesichert, alle Schätze jetzt zu sammeln. Und dieses eine Mal werde ich unser kleines Rennen auch gewinnen. Ich habe sehr hart trainiert bis dahin. Bis jetzt gerade. Kumpel, wir haben uns vor zwei Stunden maximal kennengelernt. Ja, und außerdem bin ich immer noch nicht für die Schätze. Deshalb versuchst du auch 100% zu spielen, ne? Wir sehen uns an der Finishline, Froschgirl. Mein Name ist Renata! Renata! Oh Gott. Renn schon! Was mache ich hier? Was ist aber mich wichtig, was ich mache? Oh Gott. Ich hab das war falsch. Oh mein Gott, ist der schnell. Was? Seht ihr das? Wow! Ah, oh mein Gott. Und dann bin ich auch noch gestorben. Warte, was heißt das jetzt für mich? Alles neu? Münzen behalte ich aber. Hä? Dann wird's aber nicht. Der macht noch weiter. Warte. Kommt der neu? Er kommt neu. Okay. Start. Und go. Boah, so ein... Aber kann ich sich hier abkürzen? Oh, danke, dass du es mir gezeigt hast, Kumpel. Hat sich treffen lassen an den Spitzen. Oh yeah, was willst du nun? Was willst du nun, hä? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Aua! Ich muss hier wahrscheinlich lang. Kann ich es einmal mitnehmen? Nach oben? Ich muss ihm zwei Schritte voraus sein. Oder zumindest versuchen. Keine Ahnung, hier lang? Oh, ist ein Razorblade auf dem Boden. Habe ich das jetzt gesehen? Ja, hier wirkt richtig, hier wirkt richtig. Okay, boing! Bist du die Münzen mitzunehmen, wenn ich schon kann? Wenn ich schon mal dabei bin? Aua, hat wehgetan aus irgendeinem Grund. Und wir sind jetzt extrem weit weg vom Spawn. Okay, was mache ich jetzt hier? Oh, er ist schon hier. Was? Der hat so eine riesige Reichweite? What the hell? Oh nein! Nein! Ein Leben. Ist das Ziel? Hier ist das Ziel! Verdammt, du bist gut, Froschgirl! Naja, den kannst du auch behalten, den Schatz. Nee, aber nächstes Mal. Ne, weißt du. Warte, wenn ich mich jetzt kille. Muss ich wahrscheinlich alles neu machen, oder? Oder? Ehrlich gesagt, will ich sogar ausprobieren jetzt. Weil ich muss nochmal zum Anfang zurück. Weil noch so viele Sachen sind, die ich einsammeln muss oder möchte. Bitte sag mir nicht, du bist ein bisschen... Ernsthaft? Ich muss wirklich das Rennen neu machen? Wow. Aber kann ich nicht theoretisch jetzt erstmal alles sammeln und dann den Rest euch zusammenschneiden? Hier fällt ein roter... Irgendein roter Knopf. Ja, aber jetzt bin ich hier komplett verwirrt in diesem Level, ne? Fehlt auf jeden Fall einen roten Knopf, damit ich zurückgehen kann und mir Sachen sammeln kann. Okay, what the hell? Ich glaube, das schneide ich für euch. Ich glaube, hier gibt es nichts Besonderes mehr zu sehen. Hey,
Junge, warum war es diesmal anders? Habt ihr übrigens hier was eingesammelt? So. Ich bin jetzt auch wieder am Ende des Rennens. Viel weiter vor ihm. Ich weiß nicht, ob ich es reingeschnitten habe, aber ich habe hier auf jeden Fall eine krasse Abkürzung geschnitten. Oh, never mind. Er ist schon direkt hier. Und besiegt mich jetzt wahrscheinlich. Weiß auch nicht. Okay. Der geht da immer gerade lang und ich gehe halt immer außen rum. Da habe ich halt den Vorteil. Okay, ja, das Problem ist, ihr seht es auch schon. Oh. Und das bringt mich wahrscheinlich zurück, oder? Oh, verstehe. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, die Rennen hätte man besser lösen können, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß wirklich nicht, was ich von denen halten soll. Wie gesagt, die hätte man halt besser lösen können. Das ist, weiß nicht, zum Beispiel muss man hier nicht alles sammeln, sondern muss wirklich einfach nur das Rennen machen. Ansonsten gibt es auch andere Möglichkeiten, das zu regeln, aber so. Also, wie gesagt, es ist nicht schrecklich, aber es ist jetzt auch nicht so ideal. Jedenfalls sollte ich hiermit hoffentlich. Ja. Okay, so komme ich wieder zurück zum Anfang. Aha, ja, verstehe, jetzt verstehe ich's. Okay, da hinten habe ich alles nochmal eingesammelt. Das hat ja bisher alles gespeichert, gehe ich mal von aus. Ich habe noch ein. Ach nee, ich habe mich jetzt geheilt, stimmt. Cool. Okay. Jetzt können wir hier lang. Hier ist nämlich ein Bonus-Level. Welcome to the Bonus-Stage. So, da bin ich jetzt richtig dabei, du. Blum. Den kann ich mitnehmen, wie cool. Das ist echt cool. Was muss ich machen? Boing? Nein! Ach komm! Das war doch so klar! Das kann nicht sein! Nö. Das lasse ich jetzt nicht auf mich sitzen. Das mache ich jetzt neu. Hey. Das hat weh, Mann. Ist das denn ernst? Hä? Und wo bin ich jetzt gestorben? Woho? Überhaupt nicht. Kein Woho. Das ging gerade gar nicht, Mann. Absolut gar nicht. Okay, also den Jump schafft man auch so. Aber man soll eigentlich mit der Schildkröte, Krokodil, was auch immer, rüber. Hä? Ich schieß mich doch rüber. Oder ist die Schildkröte da nur Bait und man soll eigentlich sich von dem Seerosenblatt aus schon rüberschießen? Ach man. Muss das sein? Das muss doch nicht sein, Spiel. Wie oft ich hier schon gestorben bin. Gäbe es Leben in dem Spiel, wäre ich schon Game Over gegangen. Definitiv. Nein. Nein, das geht nicht! Jetzt. Oh, da musst du halt wirklich perfekt timen. Das ist ja richtig dumm. Oh Mann. Na gut, was soll's. Okay, das verstehe ich. Jetzt. Oh, das war's. Wir haben's. Finally. Boah. Hier muss ich mehr schneiden als gedacht. Ja. So, jetzt kann ich mir noch hier die letzten Red Coins schnappen. Eine rote Münze zählt übrigens als zwei normale Münzen, falls man es noch nicht gesehen hat. Und hier gibt's Abkürzungen. Nett. Aber gab's hier nicht irgendwo? Ja, da! Da gibt's noch einen geheimen Ort. Komm ich da hin? Von hier aus wahrscheinlich, oder? Yes! Moin! Moin, moin! Kommt der hier hoch? Nee, aber ich komm runter, blöb! Ich nehme meine Rache! Und der grüne Schalter! Der macht ja irgendwo am Ende des Levels noch irgendwas frei, habe ich gesehen. Ich gehe jetzt gerade komplett falsch rum ab, ne? Ich darf auf gar keinen Fall jetzt sterben. Das Problem ist, wenn ich jetzt sterbe. Ich weiß nicht, wie der Checkpoint zählt. Auch wegen dem Rennen und alles. Also muss ich auf jeden Fall aufpassen und zumindest versuchen, nicht zu sterben. Ja. Okay. Einfach nur versuchen. Das ist auch schon okay. Okay. So, genau. Hier ist halt wieder das Ende. Und mein Crystal zählt nicht mehr? Was zur Hölle? Ja, das auch. Hä? Ich gehe einfach jetzt hier wieder zurück. Das ist mir egal.
hab den Crystal Skull da jetzt wieder neu eingesammelt. Und jetzt machen wir von hier aus weiter. Oh. Oh. Ich muss den. Oh. Oder kann ich mich hier rüber schießen lassen? Oder. So. Ja, doch, warte. Ich kann den Damage boosten. Haha! Das funktioniert! Doch, mach mal, was funktioniert? Super! So, und rüber! Okay, hier sind noch zwei Münzen, perfekt! Und hier sollte der Rest sein. Ernsthaft? Der grüne Schalter wurde nicht gespeichert? Okay, Checkpoint speichern irgendwie nichts. Habe ich das Gefühl. Verdammt, wo war denn der Schalter? Komme ich da nochmal zurück? Schaffe ich das? Nee, schaffe ich nicht, seht ihr? Well, so viel zu, ich mach doch keine 100%. Nee, aber ehrlich, ich möchte es halt zumindest mal versuchen. Und euch zumindest mehr oder weniger so das meiste zeigen, was ich so finden kann. Falls ich halt keine 100% mache, dass ich zumindest ein bisschen was gemacht habe. Okay, wie auch immer. Jetzt wollen wir uns auf jeden Fall zum Ende bringen des Levels. Denn es gibt noch einiges zu tun. Es gibt noch zwei Level, eins davon ist Boss-Level. Also sollten wir uns auf jeden Fall sputen und beeilen, falls wir das noch hinbekommen wollen. Na, ich mache die Folgen so lange, wie es sein muss, aber... muss ja trotzdem nicht gleich 3 Stunden Steven Spielberg Film sein. Muss ja nicht. Bleib. Okay. Das war's. Schön. Yippie. So, kann das sein, dass der Laden hier jetzt um die Ecke ist? Kann das sein? Ja. Ah, das ist kein Level, das ist sogar der Laden. Ja, dann? Aha, na dann holen wir uns direkt mal ein paar ganz, ganz tolle Hüte. Alles, was wir uns leisten können. Das war schon. Aber der Hut gefällt mir sehr, der pinke hier. Okay, ich kann hier nicht weiter runter scrollen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass diese Seite an Hüten, die wir hier sehen, alle Hüte sind im Spiel. Aber manche sind halt locked. Wahrscheinlich muss man dafür irgendwas in den jeweiligen Leveln sammeln. Kann das sein, pro Level ein Hut? Nee, oder? Ich glaube nicht. Dafür müssten es mehr Hüte geben. Ja, theoretisch können wir uns auch noch später hier ein paar Artworks kaufen. Auch wenn man sie sich größtenteils auch schon so anschauen kann, theoretisch. Ja. Auf zum Bosskampf! Zu Kiki! Mit einem CK. Kiki. Meine Musik geht jetzt schon ab, obwohl wir noch nicht mal beim Bossraum sind. Wir müssen erstmal das Level hier überstehen. Das ist der Weg zu ihm hin oder zu ihr, keine Ahnung. Oh Mann, wir sind so nah dran, aber trotzdem noch so fern. Oh, warum gibt es nicht irgendeine Art und Weise, das Klettern einfacher zu machen? Ribbit. ja, was stellst du dir dabei vor? Wie können wir uns das denn einfacher machen? Du, ein paar Schaltern. Schalterpaläste, I guess. Hä? Ich will rüber. Jetzt. Ah, nett. Du bist sogar dahin. Und hier geht's direkt weiter. Okay. Und jetzt gibt's ein paar unerforschte Secrets. Unter anderem hier. Und hier. Und, oh Gott, ich muss mich beeilen. Ich muss beeilen. Okay. Ding, 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 ding. Ach, ich habe einen Schalter. Und hier geht's weiter direkt. Ist doch schön, dass mich das Ding verfolgt, aber wie komme ich da hin? Von hier? Ja, einen gewagten Sprung. Der ist ganz gesund. Nein, vielleicht auch nicht. Aber da war noch eine Vase. Darf ich nicht vergessen. Oh nein. Warum spawn ich immer hier? Egal. So, was ist erneut? Hä, ist aber komisch. Der Schädel wird nicht eingespeichert, wie es scheint. Aber alles andere schon? Also, nee, Schädel und Schalter werden nicht eingespeichert, aber alles andere schon. Das ist echt weird. Keine Ahnung. Oh! Aufgepasst. Ach, hier ist schon der Schädel. Hey. Ab zurück, oder? Achso, hier ist schon Ausgang. Okay, das ist ein kurzes Level. Na gut, nein, warum? Was so? Nein, jetzt ist mein Schädel weg, oder?
Ach, weil es so schön war und so kurz war, können wir es halt erneut machen. Yippie! Komm, Speedrun. Ich zeig euch hier die Speedrun-Taktik. Hey. Mhm. Damage boosten, damit man schnell reinkommt. Ja, ja. Das war alles gewollt und ist so auch auf speedrun.com archiviert. So muss das gemacht werden. Nicht anders. Nope. Blöpp. Und weiter mit den gelben Blöcken oder dem einen gelben Block zumindest. Auf jeden Fall weiter. Oh. Das ist jetzt kein Bonusraum. Das hier scheint der Boss zu sein. Und das ist auch. Spinne! Oder Riesenameise. Ding, ding, ding. Ha! Erwischt! Ich hab's schon wieder getan! Und die. Und die Zuschauer sind crazy! Was geht hier ab? Dieses Dum-Dum! Was? Der Dum-Dum auf Prickly? Der hat aber einen schönen Passball. Oder was? Natürlich erst mit dem Software-Spieler. Sorry, Style. Ja, ich hab mich um dich gekümmert! Und ich mach's auf meine Art und Weise! Voll cool! Mit Style, ja? Mach dich bereit, ein paar Kalorien zu verbrennen, kleiner Chump! Oh nein. Ding! Ich mag seine Persönlichkeit, aber. Wow. Wow. Ach, ich glaube, das ist ein Wasserläufer oder wie die heißen, die Dinger, ne? Das ist keine Spinne, noch keine Ameise. Das ist einfach so ein. Aber wie gesagt, ein Wasserläufer. Wie immer die heißen. Ah! Schau mal da! Du hast dein Essen liegen gelassen! Nom! Hat geschmeckt, was? Aber auch wehgetan. Wow! Na komm. Yes! Wow! 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 Okay, der kriegt mich nicht, Nein, der kriegt mich nicht! Wow! Er kriegt mich! Nein! Ach komm! Hat sich mal down gehen? Oh, er ist so nah! Ist überhaupt nicht gut! Da! Gebannt! Er hat noch nicht genug bekommen! Er hat noch lange nicht genug bekommen! Oh mein Gott, Ernsthaft? Nein, oder? Oh no. Hä? Wie, das hat mich getroffen? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, ich kann ihn auch so auch nicht schaden. Jetzt habe ich extra Damage getankt. Oh Mann. Ernsthaft? Okay, na gut. Also ich habe ihm bisher einen Schaden gemacht. Leider noch nicht mehr. Na komm, renn. Okay, okay. Chillig. Jetzt springt er. Aufpassen. Ich weiß nicht, wie er springt. Er springt immer relativ in die Mitte, aber nicht genau in die Mitte. Aber okay. Jetzt langsamer machen. Jetzt. Okay, sein zweiter Hit. Zumindest das zweite, der auch wirklich gezählt hat. Na? So. Du lauf mal schön. Oh nein, er macht nochmal. Er macht einen zweiten. Was zur Hölle? Okay, dritte Phase macht aber ein bisschen was anderes als sonst. Wow. Oh. Jetzt macht er wieder. Okay, okay. Interessante Strategie. Noch scheint sich für ihn zu funktionieren, aber es ist trotzdem eine sehr interessante Strategie. Komm, dreh dich. Oh, er dreht sich nicht. Er macht nur seine Wirbelattacken wieder. Oder? Doch, macht er. Er dreht sich. Komm. Wo ist der Frosch? Komm, Frosch, nimm den Frosch. Es kommt keiner. Warum kommt keiner? Warum zum Teufel kommt keiner? Was soll das Spiel? Aber ist er doch so verwirrt. Das war jetzt aber nicht so nett. Mich hier warten zu lassen auf einen Frosch und dann kommt keiner. Was soll das hier für ein übler Scherz sein? So, genau. Hau doch da hinten ab. Genau, nach da hinten. Moin, moin. Oh. Oh, das war schlecht. Oh, jetzt habe ich mir so eine komische Bahn gelegt. Oh no. Oh! Wow! Okay. 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 Dreht er sich. Okay, er dreht sich. Was bedeuten könnte, dass es ein Frosch spawnt? Ja, der Frosch nimmt den Frosch und beseitigt dich. Yippie! Ich habe vergessen, wie es eine Pokémon hieß, aber es gibt auf jeden Fall ein Gen 3 als ein Pokémon. Was?
auch Wasserläufer ist. Yay! Hast gefunden scheinbar. Okay. Beat Kiki. Der Kalorienburner. Und als Belohnung für unsere harten Mühen erhalten wir zur Belohnung etwas, was ich mir nicht anschauen kann, denn wir brauchen einen blauen Flügel. Keine Ahnung, was das sein soll, der blaue Flügel. Vielleicht alles No-Death, Speedrunner-Modus mäßig. Naja, nicht, dass ich es brauchen würde, ne?